Jo Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute ist der erste Tag der FIBO, Donnerstag. Ich bin gerade aufgewacht, habe schon geduscht, mich fertig gemacht. Es ist 6.51 Uhr. Sachen sind gepackt für die FIBO. Ich muss noch ein paar Kleinigkeiten mit hier reintun. Und jetzt geht es dann gleich mal zum Frühstück. Ich bin schon echt total gespannt auf heute. Mein Mitbewohner bzw. der von Energy Cake mit mir im Zimmer ist, der ist gerade am Duschen und macht sich fertig. Nehmen wir da mal rein. Nein, Spaß. Ich hoffe, ich kann euch so viel wie möglich Eindrücke von der FIBO zu geben, wie es geht. Viel Spaß mit dem Video, lasst am besten gleich mal einen Like da und... Lachs mit Senf. Ja, schaut auch schon mal. So Leute, wir fahren jetzt gerade auf die FIBO. Die Denise ist da hinten am Start, der Marco und der Ivan ist auch mit am Start. Wie geht's euch so? Alles klar. Sehr gut. Freut ihr euch auf die FIBO? Freut ihr euch auf die FIBO? Ja. Ey, ich freue mich übel. Wir haben schon innere Freude, die halten wir noch zurück. Endlich raus. Marco, ich freue mich schon. Ich freue mich schon, deine Mutter zu sehen. Das kommt ins Video, gell? Beep. Wir machen extra Video, nur wen findet Denise live scharf? Simon Hirschmann. Das lügt sie auch noch. Ivan, was sagst du dazu? Ja, auch eine Lüge. Kann gut tun. Kann gut ankommen. Ja. Was hast du eigentlich gegessen für einen Burger? Ein Avocado-Burger. Avocado-Burger? Ja. Ich wollte das jetzt nicht so öffentlich sagen. Okay, sorry. Aber es war Avocado drinnen im Rindfleisch. Doppel-Rindfleisch. Im Rindfleisch? Naja, so Creme halt nur. Ich wollte es noch gesünder machen. Salatblatt vielleicht auch mit drinnen. Und das ein Pfund Fritten. Ja, habe ich auch gegessen. Ich wusste, ja, habe ich hier gesehen. Ja, gehen wir wohl jeden Tag essen oder was? Ja. Echt? Hast du jeden Tag Hunger? Ja. Alle zwei Tage. Ist kalt, oder? Das spüre ich nicht. Ich bin wie ein Pinguin. Ich bin der äußerste Pinguin immer. Weil du eine heiße Biene bist. Die heißeste Biene seit der Erfindung der Hummel. Ach Mann, rot. Gelb ist nur ein Vorschlag. Ja. Aber du hast Pole Position, musst du positiv sehen. Jetzt kannst du langsam fahren. Und die wundern sich, warum sind denn so. Hast du einen Hut dabei? Nein. Hier ist Senf. Stoßst du mit dem Auto? Ja, hier ist Senf. Ach, hier ist Senf? Ja, ich habe immer einen Eimer Senf dabei. Ich bin senfsüchtig. Senfsüchtig? Ja. Also hier drin ein Eimer? Ja, hier. Okay, ich dachte schon. Senfsüchtig? Ja, ich bin senfsüchtig. Hast du es noch nicht gehört, die Krankheit? Ist das ein anderer Begriff für Hanf? Nee. Ich dachte vielleicht. Kannst du mal reinschauen, da ist Senf drin. Wenn ich mich bucken könnte, könnte ich mir auch meine Socken selber anziehen. Wer macht es denn sonst? Dann mach ich einen Handstand und dann zieh ich mich hoch an. Handstand kannst du aber nicht. Ja, Körperspannung. Morgen. First time an der FIBO. Aber wir sind hier noch nicht richtig, Denise. Ich weiß es. Direkt hier. Alles leer. Wo müssen wir lang, Denise? Das schöne Energy Cake T-Shirt an. Wir haben ein paar Energy Cakes am Start. Heftig, ey. Oh, ein Energy Drink. Alles voller Energy Cakes. Und da ist ESN am Start. So, jetzt geht gleich der Ansturm los, es ist bei 9 Uhr, gell? Wir essen jetzt hier noch so einen Eiweißriegel und dann bin ich mal gespannt, wie viele Leute sich an den Energy Cake Stand stürzen. Die zarte Brust am Start! Yeah. Mein lieber Bass Klein ist wieder am Start.
Mir kommt es vor, als hätte ich dich gestern erst gesehen. Ja, ist jetzt echt kurz, ja. Alter. Das ist voll krass, Mann. Hier JD am Start. Was gönnst du dir gerade? Apfelschmuck. Schön Energy Cake mit Apfelschmuck-Geschmack. Schau mal, Leute, wie viele Energy Cakes hier am Start sind. Die Denise ist am Start, versteckt sich schon wieder. Ich mach, denke ich, jeden Tag einen Vlog. Was? Jeden Tag einen Vlog? Ich hab ihn nicht mehr gesehen. Jetzt die Maschine! Okay, Leute, ich probiere jetzt Schoko Chili Energy Cake. Aber ich will nicht zu viel essen, Simon. Die Hitze steigt ihm schon in seinen Kopf. Und, wie ist er? Was sagt der Geschmack? Kommt die Schärfe schon schön? Ja. Hast du viel, Ballard, ja. Hast du viel gegessen davon, ne? Beide schummeln natürlich, egal. Drückt sie eh schon. Ah, ich glaube, das wird unentschieden. Bleibt's bei unentschieden, oder? Man muss sagen, ihr habt gerade einen Energy Cake gegessen. Der hat euch die Energie gegeben, oder? So, Denise, laufen wir auch mal rum. Checken wir mal Iron Max Stand Up. Michael am Start! Was geht ab, Leute? Hier am Blackline Stand. Rico ist auch mit am Start. Ah, der Manu ist wieder da. Manu! Zerstören! Genau! Nee, aber das ist die Klein sauer, Bruder! Denk ich? Ja. Das ist von dem Öl. Ihr seid alle ölig, Alter. Hey Basti, was sagst du zum Schoko-Karamell-Energy-Cake? Das ist nicht dasselbe, den ich letztes Mal gegessen habe. Das ist geil, oder? Ich komm gar nicht mehr drauf, klar. Hier, Schoko-Karamell, neue Rezeptur. Guck dir mal die Karamellschicht an. Vorher war es krank, das schmeckt tausendmal geiler. Tausendmal geiler, sagst du? Würdest du da jetzt 10 Stück essen, ne? Ich feier's einfach so hart, dich zu sehen, Junge. Ich feier das einfach so hart. Was? Ich feier das einfach so hart. Ja, das ist nice, oder? Macht. Ist so ein geiles Gefühl, das könnt ihr euch nicht vorstellen. So, ich will die anderen da draußen nicht alleine lassen. Geht's wieder raus und helft mit weiter. Peace, bis dann. So, jetzt wird's hier immer leerer und leerer. Gleich 18 Uhr. Macht alles zu, wir machen zu. Mal schauen, was es heute noch zu essen gibt. Ich bin echt ein bisschen kaputt, aber war echt ein erster geiler Tag auf der Fibo. Er interessiert eh nur das Essen, ne? Ja. Super. So, jetzt gibt's hier einen geilen Burrito. Den mach ich spannend, ey.
richtig gut. Mega saftig, ey. So, wir sind jetzt im Hotel angekommen. Ich esse jetzt noch ein paar Leibniz-Kekse. Ein bisschen Hunger bekommen. Dies habe ich noch vom Cheat-Day gestern übrig. Bin echt hart im Arsch. Sau wie Kalorien verbrannt. Fast 4000 jetzt schon. Ja, 3700. 18.000 Schritte. Richtig heftig. Jetzt mache ich mich mal erstmal gleich mal duschen und so. Und dann schauen wir mal, was ich alles noch mache. So, ich habe mich jetzt geduscht. Ich habe noch ein bisschen Hunger. Ich esse jetzt noch, den habe ich von zu Hause mitgebracht, einen Proteinmilchreis. Einfach so raus aus der Dose. Und dann kommt jetzt demnächst an Mara und wir gehen die kleine Shisha rauchen, denke ich mal. Ich bin so im Arsch. So, ich bin jetzt hier außen am Hotel und warte auf den Anmara, der kommt mich jetzt besuchen. Ne? Ich freue mich richtig krass, den mal wieder zu sehen. Der fährt jetzt mit dem Taxi her, voll krass. So, da ist er, der gute Mann, Anmara! Was geht? Wir sind wieder vereint, Alter! Es ist so geil, den Jungen wiederzusehen, echt okay. Ohne Scheiß. Und jetzt gehen wir mal irgendwas Nices noch essen, oder? Ja, Mann. Aber warte mal, ey. Hey, heute ist eigentlich Dönerstag, gell? Weißt schon. Ja, ich will auch, ich hab voll Bock auf Döner, Alter. Alter, essen wir irgendwo einen Döner, ey. Ja, ich hab richtig Bock auf Döner. Aber wie ist es? Okay, wir haben noch anderthalb Stunden für den Dönerstag. So, Anmara und ich waren jetzt gerade noch im Rewe oder sind noch gerade im Rewe. Ich trinke nur noch einen Smoothie und wir holen uns jetzt noch einen Döner. Weil Dönerstag ist, mal wieder richtig nice Döner ballern. Und Anmara, ich bin ganz schön überbelichtet, ey, krass. Der Anmara, der hat sich, glaube ich, Studentenfutter, auch einen Smoothie und wir haben uns noch eine Cola Zero geholt. Und meine Kamera ist gerade voll überbelichtet, Alter. Richtig. Ja, hier draußen wird es dann besser. Boah. Oh fuck, Alter, das war knapp. Ich hab die Kamera fast verloren. Und der Döner hat schon zu, Alter. Oh nein. Scheiße, Mann. Soll ich mal Döner googeln? Oh, jetzt gibt's noch einen schönen Döner, oder? Ja, und danach gehen wir in den Zirkus. Nee. Ich bin eben dann vorbeigelaufen. Nice. Echt jetzt? Ja. Nice. Leute, seit langem gibt's mal wieder einen scheiß Döner am Dönerstag mit meinem Best Buddy, dem richtig Anmara. Geil. Richtig geil. Fibo. Fibo, Döner, einfach nur geil. Heftig, Mann. Lass es dir schmecken, Mann. Alter, das schmeckt so gut. Ja, Mann. Ja, ich kann schon nicht. Muss die Kamera weglegen. Peace, peace. So, Freunde, wieder im Hotel. Mal eins miteinander. So, bevor ich jetzt meinen Mitbewohner hier aufwecke, möchte ich an dieser Stelle das Video beenden. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ich freue mich schon auf den Tag. Schönen Abend, schönen Tag. Oder wann auch immer ihr das Video gerade schaut. Haut rein, Freunde. Peace. Schon klar.